Den Traum von der Frauen-WM im Herzen, vertrocknetes Gras unter den Füßen. Anpfiff zu einem Qualifikationsspiel in der Nähe von Johannesburg für die regionale Frauenliga. Der Platz ist uneben, auf den Tribünen herrscht gehende Leere, aber es geht aufwärts für Südafrikas Fußballerinnen. Es gab keine Strukturen und es fehlte allgemein an Unterstützung für die Entwicklung des Frauenfußballs. Weder bei der Gründung von Vereinen noch beim Aufbau einer Liga. Aber seit der Fußball so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat sich auch das Interesse an der Entwicklung des Frauenfußballs gesteigert. Dank großer Sponsoren konnten vor 2 Jahren 2 Regionalligen gegründet werden, aus denen die besten Spielerinnen für Südafrikas Nationalmannschaft ausgewählt werden. Und jetzt keimt die Hoffnung, dass sich die Begeisterung für das Männerteam Bafana Bafana auch auf die weibliche Variante Banyana Banyana abfärbt. Es gibt viele Bereiche, von denen ich hoffe, dass der Verband nach der WM dort mehr in die Entwicklung investiert. Nicht nur für die Spielerinnen, auch für die Trainer, Schiedsrichter und Organisation. Und ich bin überzeugt, dass der Frauenfußball hier, wo die Afrikameisterschaft so kurz nach der WM stattfindet, auf viel Interesse stoßen wird. Aber in Südafrika gibt es nach wie vor keine professionelle Liga, sodass besonders gute Spielerinnen häufig dem Lockruf des Geldes ins Ausland folgen. Porsche Modis, einst Banyanas Aushängeschild, spielt heute beim dänischen Club Fortuna Hjørring. South Africa is different. Südafrika ist anders. Wenn ich hier bei einem Verein spiele, muss ich nebenher zur Schule, arbeiten. Viele Dinge machen, um Geld zu verdienen, weil ich eben nicht bezahlt werde. Ich spiele nur aus Spaß. Frauen in Europa träumen von Fußball und leben von Fußball. Das ist traurig. Vielleicht aber schaffen Banyana Banyana allen Widerständen zum Trotz die Qualifikation für die Frauen-WM 2011 in Deutschland und lassen die Herzen der heimischen Fußballfans auch im kommenden Jahr höher schlagen. Thank you.